Meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu der Ankündigung bzw. dem Regelwerk des HBC, des Hübis Builder Contest oder auch Hübis Baumeister Contest. Aber ich habe mich bewusst für die englische Variante entschieden, weil ich dachte mir, eventuell wollen ja auch internationale Leute mitmachen, die einfach Bock haben, Mario Maker Level zu bauen und hier teilzunehmen. Was geht? Heute in diesem Video haben wir einiges abzuarbeiten, deswegen jetzt gut aufgepasst. Wir werden darüber reden, wie der HBC das erstmal stattfinden wird in einem Livestream, wie ihr euch als Levelbauer bewerben könnt, welche Voraussetzungen euer Level erfüllen muss und wie eure Bewerbung auszusehen hat. Und wir werden darüber sprechen, wie ihr Level-Tester werden könntet, weil es wird natürlich mit Sicherheit, was weiß ich, 50, 100, 200 Bewerbungen geben und es soll quasi, bevor der erste Contest stattfindet, quasi eine Art Vorauswahl getroffen werden, dass es dann quasi nur von allen Einsendungen eine gewisse Anzahl am Ende in den Contest schaffen. Deshalb unterteilt sich quasi das Video in diese drei Teile. Ich habe in der Beschreibung nochmal alle Timecodes reingepackt, dass ihr auch an die gewissen Stellen springen könnt. Wenn ihr sagt, ich will sowieso kein Baumeister werden, dann könnt ihr direkt weiter springen zum Level-Tester oder genau andersrum. Und auch nochmal so eine Kurzfassung der Regeln ist auch nochmal in den Kommentaren, aber in der Beschreibung. Aber bitte, ich werde versuchen, auf alles zu achten. Let's go. Also, was genau ist der HBC, der Hübis Builder Contest? Also, ich habe das schon mal kurz in den Channel News angesprochen, aber da das hier nochmal die offizielle Ankündigung ist, Hübis Builder Contest ist ein Wettbewerb, beziehungsweise ein Contest, in dem ihr euch als Mario Maker 2 Baumeister beweisen könnt und in welchem ich die besten Baumeister in Deutschland, in Europa, auf der Welt suche. Theoretisch kann jeder mitmachen. Das ist quasi der Contest. Es wird den Contest in verschiedenen Arten geben. Es wird ihn in einer Art Livestream-Version geben, mit der wir starten werden. Aber es wird auch im Laufe des Jahres ein großes Turnier kommen, in welchem dann sich 32 oder 64 Baumeister bewerben können, die dann immer gegeneinander antreten und der mit dem besseren Level rückt weiter vor und muss dann gegen einen neuen Baumeister antreten. Also es gibt verschiedene Arten. Das HBC ist quasi einfach nur ein Überbegriff dafür, dass wir in verschiedenen Arten und Weisen und in verschiedenen Disziplinen immer wieder den besten Baumeister suchen. Der erste HBC findet am 23. Februar statt. Da wird es einen Livestream geben, in dem ich eine ausgewählte Anzahl an Leveln spielen werde, welche anschließend von euch im Chat bewertet werden. Dafür gibt es einfach ein ganz normales Umfragetool. Ihr könnt diese Level dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Ich werde ebenfalls eine Bewertung äußern und eine Mischung aus diesen beiden Bewertungen wird dann eine Gesamtbewertung ergeben. Und quasi die besten drei Level, die dann in diesem Livestream gespielt werden, anhand der Bewertung, erhalten dann einen Preis. So, der Einsendeschluss für den ersten HBC Livestream ist der 16. Februar, also in 2,5 Wochen. Ich hoffe, 2,5 Wochen reichen, aber dieser erste Livestream soll auch einfach mal so eine Art Testlauf werden. Es ist das erste Mal, dass wir das machen. Da wird mit Sicherheit noch viel falsch laufen und dennoch möchte ich das Ganze quasi machen, aber ich hoffe, zweieinhalb Wochen werden reichen. So, wenn ihr euch jetzt als Levelbauer für diesen ersten Contest am 23. Februar bewerben wollt, dann macht ihr das wie folgt. Es ist in der Beschreibung ein Bewerbungsformular als Baumeister drin. Auf das klickt ihr drauf. Das Ganze gibt es in Deutsch und Englisch, also solltet ihr auch vielleicht internationale Freunde haben. Ne? Über Discord ist man ja super vernetzt. Die eventuell hier auch teilnehmen wollen, könnt ihr das denen gerne schicken. Dieses Bewerbungsformular gibt es in zwei Sprachen, in Deutsch und in Englisch. Und ich gehe jetzt ganz kurz mit euch das Regelwerk durch, aber ihr könnt es euch dann auch nochmal selber durchlesen. Also, das Ganze, wie bereits erwähnt, der Livestream findet am 23. Februar statt und Einsendeschluss für die Level ist der 16. Februar, das ist ein Sonntag um 23.59 Uhr. Alles, was danach eingesendet wird, fällt nicht mehr in die Auswahl und ist quasi raus. Ihr reicht bitte in diesem Formular euer Level ein, beziehungsweise den Level-Code, gebt noch so ein paar Daten an, wie euren Discord-Namen, eure E-Mail und so weiter, und auch euren Schwierigkeitsgrad, dazu kommen wir aber später noch, und eine Datei, die ihr quasi noch hinzufügt. Aber das steht jetzt. Gehen wir die Regeln durch. Regel Nummer 1 für das Level. Das Level muss dem oben genannten Thema entsprechen. Das genannte Thema ist ein mysteriöses Schloss.
Das kann ganz, ganz viel bedeuten, ne? Also es kann quasi bedeuten, dass Mario in ein, was weiß ich, in ein Eisschloss geht oder in ein Rätselschloss oder, also ihr seid super frei. Das Oberthema ist einfach ein mysteriöses Schloss. Ihr habt da absolute Freiheit, überrascht mich. Also es ist, ich habe das bewusst sehr, sehr groß und allgemein gehalten, dass ihr da viel künstlerische Freiheit habt. Aber das Level muss auf jeden Fall irgendwie erkenntlich diesem Thema entsprechen. Das ist wichtig. Punkt Nummer 2, beim Level einreichen müsst ihr in einer Textdatei oder einer Word-Datei eine kleine Story schreiben. Also ich möchte nicht einfach nur Level haben, sondern diese Level sollen auch irgendwie ein gewisses Erlebnis sein. Und dementsprechend solltet ihr einfach irgendeine kleine Story überlegen, die kann klein oder groß sein, wie es euch lustig ist. Beispielsweise, Mario wurde von Peach in den Urlaub geschickt, aber er verläuft sich im Wald und in diesem Wald findet er ein Schloss und hier erwartet ihn das große Unbekannte oder whatever. Also ich möchte von euch eine Storyline haben. Was hat es mit diesem Level auf sich? Ich möchte nicht einfach nur ein 2D-Jump'n'Run, einfach nur ein Level, sondern ich möchte ein richtiges Erlebnis, wenn wir das zocken. Deshalb zu jeder Bewerbung bitte eine Textdatei oder eine Word-Datei, in die ihr eure Story reinschreibt. Das Ganze könnt ihr in dem Bewerbungsformular an der entsprechenden Stelle hochladen. Regel Nummer 3, zusätzliche Dokumente sind erlaubt. Damit meine ich, ihr könnt dann ihr sollt das Ganze in eine ZIP oder in eine RAR-Datei packen, also in ein verpacktes Archiv. Und ihr könnt da gerne auch noch weiteren Stuff reinpacken. Ich habe mal bei einem anderen Hack gesehen, bei einem Mario 64 Hack, dass jemand quasi noch so eine Art, wie soll ich sagen, Rätselbilder noch zusätzlich als Datei hinzugepackt hat und um im Spiel weiterzukommen, musste man auf diesen Bildern irgendein Rätsel lösen und da kam dann, was weiß ich, eine Tastenkombination oder ein Code raus und wenn man das dann im Spiel gemacht hat, ging es weiter. Also zusätzliche Dokumente sind erlaubt. Ihr könnt auch gerne noch irgendwelche Bilder hinzufügen, die vielleicht zum Level passen oder Soundtracks oder irgendwelche vielleicht Erklärungen für euer Level. Also ihr dürft zusätzliche Dateien dazu zupacken, die in irgendeiner Weise euer Level verbessern, aufwerten, whatever, neue Rätsel hinzufügen. Also wie gesagt, es geht mir nicht nur darum, dass es ein cooles Level ist, sondern es soll ein Gesamterlebnis sein mit Story, eventuell mit zusätzlichen Rätseln, mit Zusatzinfos, whatever. Da lasse ich euch komplett kreative Freiheit. Regel Nummer 4, der Mario-Stil ist für diesen ersten HBC-Livestream frei. Also ihr dürft in Mario World, Mario Bros., Mario Bros. 3 und in NSMBU bauen und ihr dürft auch jedes Theme nehmen. Also nehmt Wüste oder nehmt Eis oder Wald, Schlösser können überall stehen und das Überthema ist einfach nur ein mysteriöses Schloss. Regel Nummer 5, der Levelname muss den Tag HBC am Anfang enthalten. Ich hatte mal einen Beispielname hinzugefügt, also quasi eckige Klammer auf, HBC, eckige Klammer zu, das Waldschloss beispielsweise. Aber es muss im Levelnamen erkennbar sein, dass das Level für diesen Contest gebaut wurde. Ganz, ganz, ganz wichtig. Regel Nummer 6, das hochgeladene Level, die hochgeladene Datei, in die ihr eure Storyline schreibt, ne, und eventuell noch zusätzlich Dokumente packt, muss einen entsprechenden Aufbau beinhalten. Ich habe hier auch wieder Beispiele hinzugefügt. Also es soll euer YouTube-Name sein, euer YouTube-Nutzername, weil ich kenne euch am ehesten unter eurem YouTube-Nutzernamen und dann unterstrich die letzten 3 Ziffern des Level-Codes, damit wir einfach eindeutig zuordnen können, welche Datei jetzt zu welchem Level gehört. Also beispielsweise hybi-3cy.zip oder hybi-459.ra oder was auch immer. Ne? Also dass quasi, dass wir dann die Datei, die ihr hochladet, auch entsprechend euch zuordnen können. Und Punkt Nummer 7, das ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der Schwierigkeitsgrad. Bitte keine Kaizo-Level. Ich habe mal so als Richtwert hinzugeschrieben, Kaizo-Level sind nicht erwünscht. Die Level sollten für einen Durchschnittsspieler maximal stark herausfordernd sein. Also ihr dürft ruhig schwere Level machen, aber wir brauchen hier nichts Frustrierendes oder Geisteskrankes, wo du 4 Millionen Sprünge hintereinander ohne Checkpoint schaffen musst, whatever. Also bitte haltet eure Kaizo-Seele zurück. Die Level sollen eine geile Erfahrung sein. Schwierigkeit gehört auch zu einer geilen Spielerfahrung. Aber haltet euch daran, so ein Durchschnittsspieler sollte in diesem Level, was weiß ich, 10, 20 Mal sterben. Aber dann sollte er es auch hinbekommen. Wie gesagt, deshalb habe ich geschrieben, für einen Durchschnittsspieler sollte es höchstens stark herausfordernd sein. So, das ist das Wichtige. Ihr könnt auch gerne Glitches in den Leveln verwenden. Dann ist es aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr die Glitches irgendwo erklärt. Weil ein Durchschnittsspieler kennt keine Glitches. Diese Erklärung für Glitches kann entweder im Level sein, indem ihr irgendwie so eine Art kleines Tutorial macht, so am Anfang des Levels, wo man sieht, wie so ein Glitch funktioniert, oder ihr schreibt das nochmal in eine extra Datei, wo ihr es wirklich ausführlich erklärt, aber baut die Level so, dass es ein Durchschnittsspieler schaffen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
Es darf herausfordernd sein, aber bitte nicht frustrierend. Ja, und dann nochmal Einsendeschluss, 16. Februar 1359. Und achtet bitte beim Einreichen drauf, dass euer Levelcode stimmt. Also, wenn euer Levelcode nicht stimmt, dann wird das Level einfach disqualifiziert. Wir fragen dann nicht nochmal nach denjenigen, hey, kannst du vielleicht nochmal deinen Code überprüfen? Beim Einreichen muss euer Levelcode stimmen. Wenn wir euren Levelcode in Mario Maker eingeben und es kommt die Meldung, Level wurde nicht gefunden, seid ihr disqualifiziert. Egal, wie viel Aufwand ihr reingesteckt habt. Und da ich das nicht möchte, bitte überprüft beim Einreichen 5-mal, ob euer Levelcode, den ihr eingetippt habt, auch stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mehrfache Bewerbungen sind übrigens auch nicht erlaubt. Sollte jemand mehrere Bewerbungen einreichen, wird er auch automatisch disqualifiziert. Ja, und das soll es sein. Also da so könnt ihr euch bewerben. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich, euren Stuff dann in einem Livestream zu zocken und der dann auch von der Community bewertet wird. Also achtet auch, wenn ihr eure Level baut, so ein bisschen drauf, was könnte der Chat nice finden oder was könnte mich überraschen. Also es geht einfach darum, mich und den Chat zu begeistern. Ihr dürft dafür alle Register ziehen. Ne? Das ist das Wichtigste. So. Jetzt, wie könnt ihr Level-Tester werden? Wie bereits beschrieben, es kann sehr gut passieren, dass hier, was weiß ich, 100, 200 Level eingesendet werden und wir können natürlich nicht in einem Livestream 200 Level zocken. Dementsprechend muss, bevor der erste HBC-Livestream stattfindet, aus allen Einsendungen eine Vorauswahl getroffen werden, die es in den Livestream schafft und die Levels, die dann im Livestream sind, werden dann vom Chat und von mir bewertet und erhalten dann eine Bewertung und können dann eben erster, zweiter oder dritter oder was auch immer für eine Platzierung erhalten. Möchtet ihr ein Level-Tester werden, gibt es ebenfalls ein Bewerbungsformular unten in der Beschreibung. Das sieht wie folgt aus, auch das möchte ich jetzt einmal noch ganz kurz mit euch durchgehen, das ist ein bisschen einfacher. Es gibt hier eigentlich 4 Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Nachdem der Einsendeschluss für die Level eine Woche vor dem Livestream ist, müssen wir es hinkriegen, in dieser einen Woche alle Level getestet zu bekommen. Das bedeutet, ihr müsst einfach innerhalb von 5 bis 7 Tagen Zeit finden, um eine gewisse Anzahl Level zu spielen. Es muss jetzt nicht jeder von euch 20 Level spielen. Wir werden das nochmal individuell besprechen. Jeder bekommt eine individuell auf sich angepasste Levelanzahl zum Testen zur Verfügung. Aber ihr solltet jetzt nicht jemand sein, der Montag bis Freitag gar keine Zeit zum Zocken hat. Das bringt uns nicht weiter. Also ihr solltet wenigstens ein paar Stunden in der Woche haben, um in dieser Woche dann diese Mario Maker 2 Level zu testen und dann eben auch für jedes Level einen Bewertungsbogen auszufüllen, um die Vorauswahl zu treffen. Punkt Nummer 2, ihr solltet auf jeden Fall teamfähig sein. Da das jetzt der erste HBC-Contest oder das erste HBC überhaupt ist, wird am Anfang einfach viel schief laufen. Wir müssen viel Neues machen, wir müssen uns einen Bewertungsbogen überlegen, wir müssen uns einen Workflow überlegen, wie wir am besten wem welche Level zuweisen, wo wir dann die Bewertungsbögen hochladen, wie wir die Level sortieren. Und da bedarf es einfach Teamfähigkeit. Wir müssen in den Discord diskutieren, wir müssen Ideen ausarbeiten, wir müssen kreativ sein. Und deshalb bitte ich einfach, dass ihr teamfähig seid, ne? Dass ihr euch nicht verschließt, dass ihr offen für andere Ideen seid, dass ihr konstruktiv diskutieren könnt, dass ihr Rechtschreibung und Grammatik beherrscht, dass es einfach ein angenehmes Klima auf dem Discord herrscht, weil das ist in gewisser Weise irgendwo ein bisschen Arbeit. Also ich nehme das sehr, sehr ernst und deswegen würde ich auch einfach gern Leute haben, die bereit sind, da diesen Schritt mit mir zu gehen. Also ich brauche nicht irgendwelche Trolls oder einfach irgendwelche Leute, die irgendwas zocken wollen, sondern wirklich Leute, die da gewillt sind, ordentlich was auf die Beine zu stellen, ne? Die auch sagen, hey, ich kann gut, was weiß ich, PDFs designen, dann erstelle ich mal einen Bewertungsbogen. Also, ne, das ist natürlich kein Job, aber ich nehme das sehr, sehr ernst. Und dementsprechend möchte ich, dass ihr das auch ernst nehmt und dementsprechend auch teamfähig seid und für ein ordentliches Klima auf diesem Discord-Server dann sorgt, wo wir dann diese ganzen Level dieser hoffentlich sehr talentierten Level-Baumeister testen können. Punkt Nummer 3, ihr solltet erreichbar sein. Ganz, ganz wichtig. Es kann immer irgendein kurzfristiger Shit passieren, es ist noch irgendwie ein Level aufgetaucht, was noch nicht getestet wurde, oder es gibt irgendwelche anderen Probleme mit dem Bewertungsbogen, muss nochmal überarbeitet werden. Deswegen habe ich in das Regelwerk geschrieben, ihr solltet innerhalb von 24 Stunden erreichbar sein. Entweder per Mail oder per Discord. Einfach, wenn noch irgendwas auftaucht und ich euch kontaktiere, dass ich damit rechnen kann, innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu bekommen. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der einfach unter der Woche kein Internet hat, dann erfüllt ihr halt leider einfach irgendwie nicht die Anforderungen. Aber ich hoffe, ihr versteht so, ich muss mich einfach auf euch verlassen können. Und ich muss damit rechnen können, dass ihr mir innerhalb von 24 Stunden eine Antwort schickt, wenn ich euch über Discord oder per Mail anschreibe. Je nachdem, wie es euch lieber ist. Und Punkt Nummer 4, ein gewisses Maß an Mario Maker 2 Skill muss zur Verfügung stehen. Ich habe quasi da so eine Art Bewertungsskala von 1 bis 10 hinzugefügt.
Eins heißt quasi, ihr seid, ja, ihr kennt die Basics von Mario Maker 2, aber mehr nicht. Und 10 heißt, ihr könnt auch Kaizo-Level schlagen. Es kommen keine Kaizo-Level, aber da könnt ihr euren Skill einordnen, damit auch quasi, wenn dann ein Level eingereicht wird mit der Schwierigkeit 6 beispielsweise, dann bekommt das auch ein Level-Tester, der sich von, sage ich mal, 5 bis 7 gerankt hat oder so weiter. Also, dass ihr dann auch Level gemäß eures Mario Maker 2 Skills zur Bewertung bekommt. Also seid da bitte ehrlich, es ist keine Schande, wenn ihr eine 1, 2 oder 3 seid, whatever, aber es geht einfach darum, dass wenn zum Beispiel einfach ein schlechter Level-Tester, jemand, der einfach nicht so gut im Mario Maker 2 ist, ein sehr schweres Level bekommt, wird es nicht schaffen oder weiß es nicht zu schätzen oder ist dann frustriert und bewertet es schlechter. Und das wird dann dem Level nicht gerecht. Also ich habe das gemacht, damit quasi jeder die Level bekommt, die an seinem Schwierigkeitsgrad angepasst sind, damit die Bewertung möglichst fair ist. Genau. Und falls ihr ja Bock drauf habt, dann geht gerne auf das Formular, füllt die Daten aus, schreibt mir noch einen kleinen Text, warum genau ihr Level-Tester werden wolltet. Und wenn dann alles klappt, dann kontaktiere ich euch über Discord, werde ich in den Server einladen und dann warten wir mal, was so für Level geschickt werden. Und ich denke, das soll es gewesen sein. Jetzt natürlich noch die Frage, was kann man gewinnen? So, was kriegt man, wenn man da teilnimmt? Da das jetzt nur quasi ein einmaliges Livestream-Event ist und noch nicht dieses Riesenturnier, wo ihr mehrere Level baut, habe ich die Preise jetzt noch verhältnismäßig klein gehalten. Es werden, wie gesagt, so circa 20, 30 Level werden es in den Livestream schaffen, die ich da zocken werde und die dann bewertet werden vom Chat und von mir. Und der dritte Platz bekommt von mir ein Überraschungspaket. Ne? Einfach irgendwie irgendwas Cooles rein, ein paar Spezidosen, ein bisschen was Süßes oder whatever. Ne? Irgendwie einfach ein Überraschungspaket. Der zweite Platz bekommt ein Überraschungspaket Deluxe, so habe ich das genannt. Quasi einfach was Ähnliches wie der dritte Platz, aber noch ein bisschen mehr, damit man einfach, dass es sich lohnt, Zweiter zu werden. Und der erste Platz bekommt ebenfalls ein Überraschungspaket Deluxe plus eine 15€ eShop-Karte, dass er sich irgendein Game im eShop holen kann oder irgendein Game, was dieses Jahr rauskommt, ein bisschen günstiger bekommt, weil er bereits 15€ hat. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich glaube, jetzt habe ich alles erklärt. Sollte es noch Fragen geben, schreibt sie hier in die Kommentare. Ich werde versuchen, dann noch auf alles zu antworten. Und ansonsten sage ich einfach, liebe Levelbaumeister, verteilt dieses Video an alle Leute, die ihr kennt. Kennt ihr jemanden, der Mario Maker 2 gerne baut, egal ob aus Deutschland oder international? Schickt ihm dieses Video bzw. das Regelwerk, überzeugt ihn mitzumachen. Und ich hoffe, wir bekommen ganz, ganz viele Level, die wir zocken können. Und ja, auch an alle Level-Tester, ich freue mich auf eure Bewerbung. Wir werden, glaube ich, eine coole Zeit haben und dann wird es eine coole Anzahl an Leveln in den Livestream schaffen, wo es dann der gesamte Stream zu sehen bekommt und dann können wir jedes einzelne Level bewerten und am Ende werden wir dann den besten Baumeister ermittelt haben, der das coolste mysteriöse Schloss bauen konnte, inklusive allem, was dazugehört. Story, Rätsel, es kann auch ein Speedrun sein, so tut, was ihr wollt, tut, was ihr wollt. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, das HBC wird dieses Jahr ein Turnier und ein Contest, den irgendwann jeder einzelne deutsche Mario Maker 2 Spieler kennt. Haut rein, euer Hübi.